Zum vierten Mal haben wir jetzt ein Hallo gesagt. Hallo. Hallo. So. Und? Und? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einem neuen, langen, unterbrochenen Vlog. Wieso unterbrochen? Ja, du hast doch schon lange unterbrochen. Ach so. Sind wir schon lange nicht mehr so gegangen, oder? Stimmt. Und heute ein besonderer Anlass. Ein Anlass? Wir haben ein Geburtstagskind. Genau. 70 bin ich geworden. So alt schon, Stefan? Ja. Einen runden Anno. Das haben wir ja schon gewusst, oder? Schon spontan. Ach so. 40 haben wir. Der ist so groß, ich krieg den gar nicht komplett drauf. Ja, nicht. Kannst du nicht schwingen? Wie hast du gesagt? Tuffgestein. Das sieht ja interessant aus. Wie so ein Skelett. Mal in die Mitte. Ne, ein bisschen weiter in die Mitte. Nach links, ja. Und jetzt ein bisschen mehr frontal zu mir. Oben ist alles gut. Ja, aber unten muss geht wieder unten. Schön, schön. Traum ich nicht mehr unten. Schau da, was ist das für eine Stadt? Ist das Krankenhaus da hinten? Da war Hochhaus, oder? Gold. Weiß ich nicht. Aber wir sind schon hoch. Wir kommen gleich. Stefan! Wenn man runterschaut, finde ich mulmig. Ja, du kannst gleich mal wieder kommen. Stefan, geh mal ein bisschen vor! Ganz vorsichtig, gell? Ja, ja. Also weißt du. Ja, voll schönes Büttel. Ja, seid schon drum. Lieber ohne, gell? Lieber ohne Kamera reinfallen. Ja. Das kann fein ins Auge gehen. Ja, jetzt bin ich schon drüber. Jetzt habe ich das Ufer erreicht, das Rettende. Schönes Salamandertal. Jetzt mal da abgeschaut, weil schön die sind. Da scheint so ein bisschen einer das Grün. Ja. Blaue Himmel. Herrlich. Wunderschön. Herrlich.
Vögel zwitschern. So eingebettet vor dem Schiff. Okay. Nicht ein Eisweg. Boah. Was macht er denn? Ja, was denn, der zwickt? Der wird dein Haar wegfressen. Oder sind das seine Füße, die zwickeln? Quatsch. Der zwickt dich. Ja, der hat doch keine Kauwerkzeuge oder irgendwas. Wenn du ihn da anschaust, der krabbelt da mit seinem Kopf und seinem kleinen Zeich. Und dann zwickt er den. Das Weiße sind aber so Scheinaugen. Doch, man sieht ihn schon. Ja, ich sehe ihn, ja. Aber dann wird er wieder unscharf. Makro-Gegenlicht, jetzt ist er weggeflogen. Jetzt ist er bei dir drin. Vor hier, Stefan, vor deinem Fuß ein Glückspfennig. Na, das ist doch nur mehr ein Glück, weil geht nicht. Mensch. Mehr, oder? Du hast den hingelegt. Nein, ich hab ihn doch nicht hingelegt. Der ist da gewesen. Ein Glückspfennig. Schau her. 1996. Ist ja super. Da gab es ja noch gar keinen Euro. Schau mal her. 1996. Vielleicht ist er etliches wert. Ein Pfennig, das ist ja kein Cent, sondern... Ein Pfennig? Ein Pfennig, das ist ja nur mehr ein Glück. Mensch, Stefan. Mensch, du hast aber jetzt ein Glück. Ja, ja. Mensch. Das ist echt, gut. Ist ein Pfennig? Ja. Da steht sogar drum. Ein Pfennig. Mensch. Das ist wirklich Glück. Geht jetzt so gar nicht, weil... Ja, siehst du, was ich nicht drauf schaue. Welche hast du? Zitrone? Wie ist die? Ich habe Vanille, Trüffel und Mandelnougat. So, Stefan muss eigentlich in die Mitte. Ach Quatsch. Da müsst ihr reinschauen. Wo? Aufs Licht? Da. Da, wo der Finger ist. Ja, jetzt bin ich so im Vordergrund. Macht doch nichts. Ah. Ah. Jetzt. Nächstes, das habe ich so richtig gemacht. Also, Etza, was ist denn jetzt? Filmst du oder was machst du? Ich filme und mache Standbild. Ja, aber Etza. Jetzt hat es geknackt, wo? Jetzt ihr müsst alle Chimpi machen. Chimpi, was? Ja, was ist denn jetzt? Du wackelst ja. Ja, jetzt hält es schief auch noch. Sehr ätzend. Ja. Oh, kriegt er nur brav Nuss. Oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt habe ich rote Punkte drum. Das schaut überhaupt nicht jetzt gut mach aus. Mal, Schuss. Ich mach doch einen Film. Ja, jetzt und? Das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr verlachen. So, schauen wir mal, wie das funktioniert. Aber ich glaube, da haben wir die Sonne zu sehr. Oder? Ja. Oder ein bisschen mehr so, dass man den Baum... Auf die Seite gehen, auf die Seite. Dann fallen wir mal ein. Na, so. So. Schau mal, wie das ist. Oder wird es zu dunkel? Sieht man das Laub nicht, oder? Nee, das sollte man ja eigentlich sehen. Weil es zu hell ist wieder. Nein, ich frage ja bloß. Muss mal ausprobieren. Das wäre nämlich schön, wenn wir so einen gelben Hintergrund wenn hätten. Wir haben es hier so nochmal probiert, seitlich. Jetzt bin ich einzwickt. Das schaut doch auch nicht schlecht aus. Cheese. Ja, Cheese. Film nehme ich auf? Ja. Mach das nicht. Ne, ich filme doch, Mama. Eng. Ach, filme und dann holst du das schönste Bild raus. Wie immer. Ach so. So, unser Essen ist da. Wir haben alle Burger. Hm?
Mach mal vor, wie wir das machen. Der Knoblauchsoße kriegst du die mit Ding dazu. Habt ihr mit Knoblauchsoße genommen? Mhm. Vegane Knoblauchsoße. Einmal Süßkartoffelpommes, ich habe die normalen Pommes mit Ketchup und einen Burger mit Rosmarin. Und was hast du, das Gemüse-Ding-Burger? Mhm, genau. Und Stefan hat den Halloumi-Burger. Mit was ist der Halloumi? Mit Halloumi-Käse. Das ist die Dose, ne? Das ist doch in der Seite nicht. Also die Käse mit uns. Schaut auf jeden Fall lecker aus. Bruno hat einen neuen Lieblingsplatz im Tunnel. Magst du ein bisschen hüpfen noch, Bruno? Wenn ich euer Abendessen mache. Schaut mal, wie wir hier haben, den Erik. Der ist jetzt auch endlich mal aus seinem Schlafzimmer gekommen. Und, ja. Der Bruno im Hintergrund putzt seinen nicht vorhandenen Bart. Und Erik lässt sich schminken. Bruno, gehst du? Nee, der Bruno hat sich bequem gemacht. Du Fühlchen, bist du ein süßer Bruno? Bist du ein sehr süßer? Bist du ein ganz süßer? Ja, Bruno, bist du der süßeste Bruno auf der ganzen weiten Welt? Ja? Bist du zufrieden, Bruno? Ja, bist du zufrieden? Und entspannt? Ja, sehr entspannt ist er. Und hast du einen Karottenrammel, Bruno? Hat Bruno einen Karottenrammel? Na sowas. Und ich bringe jetzt schon mal den Müll weg und sag bis morgen. Tschüss.